Unsere Ozeane bedecken über 70% der Erde. Im Durchschnitt ist ein Ozean 8 Empire State Buildings tief, wobei bisher weniger als 5% der Meerestiefen erforscht wurden. Es gibt sogar Seen und Flüsse unterhalb der Meeresoberfläche. Diese sind dichter als das Wasser, das sie umgibt. Man kann sie also klar erkennen. Befindet sich eine Koralle in flachen Gewässern, kann die starke Sonneneinstrahlung die Algen beschädigen, die sich darin ansiedeln. Um diese zu beschützen, produzieren Korallen Proteine, die wie ein Sonnenschutz wirken. Sonnencreme müssen sich Algen also nicht extra kaufen. Na gut, zwar haben wir den Großteil der Meere noch nicht erforscht, aber was wir wissen ist, dass ungefähr 20 Millionen Tonnen Gold in den dunklen Tiefen zerstreut sind. Allerdings kommt es jeweils in sehr gering konzentrierten Mengen vor, weshalb sich der Abbau an einer Stelle nicht wirklich lohnt. Würden wir das gesamte Goldvorkommen abbauen, könnte sich jeder von uns über ungefähr 4 Kilogramm Gold freuen. Auch Haie sind Morgenmuffel. Aber genau deshalb haben sie ein eigenes Café. 2002 entdeckte die Forschung einen Bereich im Pazifik, das White Shark Café, in dem sich Haie während der Winterzeit versammeln. Sie hängen da einfach ab, erzählen sich Witze über Delfine, prahlen mit der Anzahl an Menschen, die sie verschreckt haben, und kehren dann an die Küste zurück, wenn es wieder wärmer wird, um uns noch mehr Angst einzujagen. Hast du schon mal einen großen weißen Haipuccino probiert? Köstlich. Die längste Wasserstrecke des Pazifiks reicht von Indonesien bis nach Kolumbien. Sie beträgt 19.791 Kilometer und übertrifft damit den Durchmesser des Mondes um das Fünffache. Meere stellen wir uns meist eiskalt vor, insbesondere in den Tiefen, wo es schon mal bis zu 4,5 Grad kalt werden kann. Brr. Aber es gibt eine Ausnahme. Wasser, das aus Hydrothermalquellen am Meeresboden entspringt, ist knapp 400 Grad heiß. Menschen sind die einzigen Lebewesen, deren Gehirne kleiner werden. Ja, mit zunehmendem Alter schrumpft unser Hirn. Das kann sogar durch Isolation und Einsamkeit passieren. Selbst unsere fernen Verwandten aus der Baumwelt, wie Affen oder Schimpansen, haben damit keine Probleme. Vielleicht liegt's ja am Fernseher. Unser Trommelfell hat zwar nichts mit unserem Sehsinn zu tun, doch es bewegt sich trotzdem, wenn wir unsere Augen bewegen. In einem durchschnittlichen Leben schlägt ein menschliches Herz über 2,5 Milliarden Mal. Hab nachgezählt. Unsere Nase kann über 1 Milliarde Gerüche unterscheiden und unsere Lippen sind hunderte Male sensibler als unsere Fingerspitzen. Zwei unserer Körperteile hören nie auf zu wachsen, die Nase und die Ohren. Kakerlaken sind Überlebenskünstler. Sie können härtesten Bedingungen trotzen und gibt es schon seit den Dinosauriern. Doch die Termite setzt mit einer Lebensspanne von ganzen 50 Jahren noch eins drauf. Kein anderes Insekt kann so lange leben. Im Durchschnitt wird es allerdings 1 bis 2 Jahre alt. Kamele speichern in ihren Höckern kein Wasser, sondern Fett. Dafür speichern sie Wasser in ihrem Blutkreislauf. Bienen können echt hoch fliegen, nämlich höher als 9000 Meter. Das ist höher als der Mount Everest, der höchste Berg unseres Planeten. Faultiere können ihren Atem länger anhalten als Delfine. Ja, sie verlangsamen ihren Puls und können so 40 Minuten ohne Luft auskommen. Delfine hingegen müssen ungefähr alle 10 Minuten an die Oberfläche schwimmen, um Luft zu schnappen. Auf dem Mond gibt es Vulkane. Die Forschung geht davon aus, dass sie vor ungefähr 100 Millionen Jahren aktiv gewesen sein könnten, als Dinosaurier noch unseren Planeten regierten. Wow! Die Aussicht muss unglaublich gewesen sein. Es gibt Wassermelonen, die so groß sind wie eine Traube. Die mexikanische Minigurke, auch Mausmelone genannt, sieht wie eine kleine Melone aus. Sie schmeckt aber nach Zitrus. Von der Mausmelone zur Kängurumaus. Dieses Tier verspürt keinen Drang, Wasser zu trinken. Es lebt in der Wüste von Nevada und da sein Lebensraum sehr trocken ist, hat es gelernt, seinen Durst durch Samen zu stillen, die es gerne frisst. Du denkst vielleicht, dass die Parkgebühren in deiner Gegend teuer sind, hm? Dann sieh dir Hongkong an. Ein Parkplatz mit nur 12,5 Quadratmetern direkt vor The Center, dem fünftgrößten Gebäude der Stadt, kostete fast 1 Million Dollar. Ich nehme dann das Busticket. Danke. Wo wir schon bei teuer sind, der kostspieligste Hotdog macht 169 Dollar und man kann ihn in Seattle, Washington ausprobieren. Kannst du mir vielleicht Geld leihen? Ein australischer Barista stellte einen Weltrekord für die meisten gemachten Cappuccinos innerhalb einer Stunde auf. 420 Tassen. Und wer hat die alle getrunken? Du
kannst Knoblauch mit deinen Füßen schmecken. Reibe eine Zehe direkt an deiner Sohle, natürlich ohne Socken, und warte eine Weile. Die Chemikalie, die für den Geruch sorgt, kann durch die Haut absorbiert werden, selbst wenn die Zehe davor nicht in deinem Mund gelandet ist. Übrigens, auch Hummer können mitmachen, aber ihr schmeckt ja eh alles durch eure Füße. Die Forschung hat viele Dinge gefunden, die auf die Existenz von Tieren der Vorzeit oder unseren menschlichen Vorfahren vor mehr als 1000 Jahren schließen. Dazu zählen Knochen, Zähne, Steinwerkzeuge und ein Stück Kaugummi, der 10.000 Jahre alt ist. Der wurde an der Unterseite eines Tisches gefunden. Scherz. In Tibet gibt es eine Apfelsorte, die nicht grün oder rot, sondern dunkellila ist. Der Ort, an dem sie wächst, wird tagsüber von viel ultraviolettem Licht durchflutet. Über Nacht sinken die Temperaturen drastisch, weshalb der Apfel eine dunklere Farbe bekommt. Australien hat einen See, der Kaugummi pink ist. Seine Farbe wird ihm durch eine bestimmte Art von Algen verliehen, die im See angesiedelt ist. 1 Million Sekunden entsprechen ca. 12 Tage und 1 Milliarde Sekunden etwa 32 Jahre. Nichts Ungewöhnliches, nur ein bisschen Mathematik für zwischendurch, die uns daran erinnert, wie cool Zeit eigentlich ist. Okay, Haie sind vielleicht furchteinflößender als Menschen, aber unsere Zähne sind tatsächlich so stark wie Haizähne, nur eben kleiner. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts dachte Amerika, dass Tomaten giftig sind. Was, die haben auf Nudeln mit Tomatensauce verzichtet? Farmer haben herausgefunden, dass nicht nur Menschen verschiedene Akzente und Dialekte sprechen. Auch Kühe muhen unterschiedlich, je nachdem, wo sie leben. Giraffen haben eine Zunge, die schon mal 50 cm lang werden kann, wie die wohl Eis schlecken. Die können mit ihren Zungen sogar Bäume biegen. Es gibt Quallen, die unsterblich sind. Klingt nach einem Logo für eine Lebensversicherung. Die Erde umkreist die Sonne, aber nicht mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Wir spüren das nicht, aber mit der Zeit wird die Erde immer langsamer und unser Tag beträgt schon bald 25 Stunden. Naja, in 175 Millionen Jahren. Also halte dir die Stunde im Kalender besser frei. Das Universum ist riesig, sag bloß. Aber es gibt auch viele Orte, wo offenbar nichts ist. Denn auf unserem Planeten gibt es mehr Bäume, nämlich 3 Billionen, als Sterne in der Milchstraße. Davon gibt es nur 300 bis 400 Milliarden. Wenn wir von der größten Wüste der Welt sprechen, kommt uns die ewige Sandlandschaft der Sahara mit ihren brütend heißen Bedingungen in den Sinn. Nicht ganz. Die größte Wüste ist die Polarwüste in der Antarktis, die mehr als 14 Millionen Kubikkilometer umfasst. Klingt komisch, oder? Aber eine Wüste ist nach Definition nur ein Ort, der jährlich nicht mehr als 25 cm Niederschlag erfährt. Heißt also nicht, dass eine Wüste auch heiß sein muss. Sträuße stecken ihre Köpfe nicht wirklich in den Sand. Wenn sie Gefahr wittern, bücken sie sich mit ihrem ganzen Körper, damit sie für Feinde schwerer zu erkennen sind. Ihr hell gefärbter Hals ist neben dem Sand kaum zu erkennen, deshalb sieht es manchmal so aus, als wäre der Kopf im Sand vergraben. Der erste kommerzielle Flug fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Er dauerte 23 Minuten und kostete schlappe $400, was heute ungefähr $8.500 entsprechen würde. Es ging von einer Stadt in Florida zu einer anderen. Kleopatra, eine ägyptische Herrscherin, lebte näher an der Erfindung des Telefons als am Bau der Cheops-Pyramide. Wer hätte das gedacht? Ach übrigens, alle 2 Minuten werden auf dem Telefon mehr Fotos geknipst, als im gesamten 19. Jahrhundert geschossen wurden. Okay, dann tragen wir auch mal zur Statistik bei.